Hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Oh mein Gott, Zorkopf ist back in Reason 3 Titan Lords. Folgendes, wir gehen jetzt da ins Dorf. Komm ich? Wie komme ich? Oh mein Gott, wie komme ich denn dorthin? Wie komme ich ins Dorf? Ich wollte vorhin schon ins Dorf. Hat nicht funktioniert. Ich war schon da, den Weg entlang war. Boom, ich bin da. Oder? Oder nicht? Ich denke schon. Ich denke schon. Ja. Wir sind richtig. Hallo. Psst, Homie. Besser leise sein. Störe ich? Störe ich? Homie stört nicht. Homie verschreckt Tiere. Und wenn Tiere fliehen, Pamir muss Jagd von vorne beginnen. Warum ist es besser, wenn wir sind leise? Hey, ich finde es sehr schön hier. Du nicht auch? Das ist jetzt so wichtig, dass du mich unbedingt in ein Gespräch verwickeln musst. Ich meine ja nur, den meisten fällt gar nicht auf, wie schön es hier eigentlich ist. Aber geh nur weiter. Wir haben ja noch so viel zu erledigen, nicht wahr? Oh, das geht bestimmt jetzt die ganze Zeit so, oder? Okay, das Dorf ist... hier. Ja, gut, wir müssen hier rauf. Hallo. Ein Gucho? Hier? Makoto gewusst, dass Kamil schwacher Tonka lässt ärmlichen Menschen in unser Dorf und spuckt auf Ehre der Kieler. Wer ist Kamil? Du kommen von hinten in Dorf. Schleichst dich wie dreckige Ratte hinein. Makoto soll es egal sein, aber wenn du machst Bambule, Makoto wird dich umbringen, verstanden? Ha, Bambule, Makoto, Kamil. Mann. Wen nennst du hier ärmlich? Gucho, nicht nur ärmlich, sondern auch taub. Spar dir deine Sprüche, sonst hörst du bald das Gras wachsen. Shiku, greif mich an und jeder Kieler wird dich attackieren. Du besser gehst mir aus den Augen, Gucho. Oder du enden wie dieser Gucho Slim in Gefangenschaft. Wenn dir jemand so dumm kommt, gibt es nur eine Möglichkeit. Die wäre? Komm ihm noch dümmer. Ono Palava, verschwindet endlich! Okay, mache ich das an. Kann es sein, dass du hier das Großmaul im Lager bist? Makoto ist kein Großmaul. Makoto stärker als Baraka, klüger als Tenya und schneller als Tadashi. Naja. Wenn ich nächster Chaka, wir Kieler werden stark und bekriegen alle Guchos. Ich merke schon, das führt zu nichts. Woher kommt dein Hass auf die Piraten? Makoto hasst nicht nur Menschen von Strand, sondern alle Guchos. Makoto kennt die Geschichten, die man sich erzählt. Eure Donnerstöcke sind schneller als der Wind und eure Gier ist größer als jeder Felsen. Ihr legt Eisen um unsere Frauen und Männer, zertrampelt, was wir erbaut und entweiht, was wir verehren. Als die Tivas euch schufen, mussten sie voller Zorn gewesen sein. Und jetzt geht er weg. Okay. Hier wohnen übrigens die Eingeborenen. Sie nennen sich auch die Kieler. Genau wie die Insel hier. Ist das nicht witzig? Das ist ja sehr scharfsinnig. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Ich meine ja nur, du musst echt aufpassen auf die Kerle hier. Ehe man sich versieht, hat man ein Speer im Rücken. Halt einfach die Klappe und lass mich machen, okay? Ich wollte ja nur, dass du Bescheid weißt. Ich werde ihn schlagen. Irgendwann werde ich ihn totschlagen. Du bist wichtig, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer wichtig ist. Na. Du schaust wichtig aus. Karaka Gucho. Verdammte Piraten. Schon wieder einer in meinem Dorf. Ich sollte euch von meiner Insel jagen, bevor noch mehr von euch hierher kommen. Vielleicht sollte ich das Reden übernehmen. Mit Eingeborenen kenne ich mich aus. Ich krieg das schon hin. Ich muss ganz höflich sein. Ich gehöre nicht zu dem Sauerhaufen da unten. Unsinn. Zu wem sollst du sonst gehören, so wie du aussiehst? Ich bin Chaka Hiroto, Häuptling und oberster Schamane der Kieler. Ich habe hier große Verantwortung
und nur wenig Geduld mit euch Herumtreibern, die die Ruhe meines Volkes stören. Oh, jetzt kann ich nicht mehr einschüchtern. Entspann dich mal, Kumpel. Ich bin nicht hier, um Theater zu machen. Ich brauche eure Hilfe. Ist das so? Wir haben genug eigene Probleme, Gucho. Unsere Ahnen sind erzürnt und sprechen nicht mehr zu uns. Das Meer und auch unser Dschungel scheinen verrückt geworden zu sein. Zu allem Übel ist da auch noch das Lumpenpack unten am Strand, das uns das Leben schwer macht. Nein, Gucho, wir können dir nicht helfen. Du bist doch ein starker Voodoo-Schamane, oder? Ja, das bin ich. Nur Chani ist noch mächtiger als ich. Chani? Ja. Sie ist unsere oberste Kiki. Aber sie ist nicht hier. Sie ist aufgebrochen, um das Orakel zu besänftigen. Ja, ich muss zu Chani. Wann kommt sie zurück? Chani ist in das verbotene Land gegangen. Das ist viele Monde her. Nur die Hike wissen, ob sie dort etwas findet, das uns helfen kann. Mein Geist, ja. Mein Geist wurde ins Reich der Schatten verbannt. Dann bist du ein Verlorener. Den Toten näher als den Lebenden. So tot bin ich nun auch wieder nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich muss doch etwas dagegen tun können. Ich kann deine Wunden heilen und viele andere Zauber wirken. Doch wandelt dein Geist schon im Schattenreich, brauchst du einen mächtigeren Zauberer als mich. Nutze deine verbliebene Zeit für das Gute, Gucho. Nein. Mein Waffengefährte Bones sagt, du könntest mir Linderung verschaffen. Bones? Ist er ein Tonka? Nein, aber er hatte auch schon Probleme mit seinem Geist. Doch ein Schamane konnte ihm helfen. Dann hat er das Herz eines schwarzen Mannes vertilgt. Ja. Ich habe auch sein Herz. Mit ein bisschen Salz und Pfeffer? Natürlich isst man es nicht roh, Gucho. Schwarze Herzen besitzen ungeheure Lebenskraft, wenn sie gereinigt sind. Ein gereinigtes schwarzes Herz kann dir dein Blut dauerhaft mehren, wenn du es isst. Das macht dich deutlich widerstandsfähiger. Na dann. Wie reinige ich ein rohes schwarzes Herz? Du brauchst das Herz und ein Totem der Unschuld. Damit kommst du zu mir und ich weihe das rohe Herz den Ike. Dann ist das schwarze Herz rein und du kannst es essen. Okay, wo bekomme ich so ein Totem? Das will ich jetzt machen. Wie bekomme ich ein Totem der Unschuld? Suche dir erst einmal eine Jungfrau und dann... Und dann schneide ich ihr das Herz raus. Und dann schneide ich ihr das Herz raus. Barbar. Natürlich nicht. Oh, ich dachte... Ich sehe schon. Wir müssen bei dir einen unüblichen Weg wählen, Gucho. Am besten, du verwendest die Knochen eines unschuldigen Äffchens für die Reinigung des schwarzen Herzens. Das sollte den gleichen Effekt erzielen wie unsere herkömmliche Methode. Okay, dann mache ich das. Wo bekomme ich die Knochen eines unschuldigen Äffchens? Äffchen sind frech, mutig und stellen im Laufe ihres Lebens eine Menge dummes Zeug an. Du musst schon sehr junge Äffchen erwischen, die noch sehr unverdorben sind, damit ihre Knochen etwas taugen. Rund um unser Dorf sind im letzten Monat viele Äffchen geboren worden. Entweder du jagst sie, oder du gehst zu einem unserer Händler. Irgendjemand wird dir sicher Knochen dieser Art verkaufen können. Okay, das machen wir jetzt. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie ich... Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hören will. Das war eine total verrückte Geschichte. Eigentlich wollte ich es gar nicht, aber irgendwie... Du musst wissen, ich komme nämlich von ziemlich weit her und habe gar keine Ahnung von der Seefahrt. Ist ja auch egal, dafür habe ich andere Qualitäten. Das wirst du schon noch merken. Was wollte ich gerade noch erzählen? Gar nichts. Geh einfach weiter. Ja, gut. Wir können ja später noch reden.
Also wenn er jetzt nicht stark ist, dann bringe ich ihn um. Ganz kurz, wir machen das mit die Äffchen. Ja, was ist da? Ja, die Säge. Nein, lass mal den. Äffchen. Hoppala, hoppala. Wo ist denn das Äffchen? Oh, Patty, die Frau habe ich ganz vergessen. Es ist nicht aktiviert, oder? Nee, 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 ist nicht aktiv. Na, macht nichts. Rund um das Lager gibt's Äffchen. Trink mal kurz Wasser. Ich kill jetzt einfach ein paar Äffchen und vielleicht habe ich es dann geschafft. Halt, Gucho. Du warst bei uns im Lager. Ja und? Ja. Wie kann ein Gucho es schaffen, meinem wachenden Auge zu entgehen? Ganz einfach, ich bin... Genug, Kamil wird den Fehler nicht noch einmal begehen. Ich werde deine Schritte beobachten. Okay. Soll ich's versuchen? Oh je, ich hab's geschafft. Ja, lass beobachte mich. Ich will da Äffchen, da sind Äffchen. Hallo Äffchen, hallo Äffchen. Noch einer, Äffchen. Da ist auch noch einer, Äffchen. So, jetzt mal schauen. Schon, ich habe schon drei. Na, finde ich toll. Das ging ja schnell. Jetzt bringe ich ihm das, dann esse ich mein gereinigtes Herz und das ist gut. Hier. Ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Hier ist ein schwarzes Herz. Schau, aber ich das hier, nochmal hab. Ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Ich glaube, ich habe nur zwei, oder? Hier ist ein schwarzes Herz. Oder? Ja. Weißt du eigentlich, warum sie mich bei den Piraten rausgeschmissen haben? Oh, nein, aber ich fürchte, das wirst du mir gleich erzählen. Also, das war so. Am Anfang haben mich alle gemocht, weil ich ja eigentlich ein ziemlich netter Kerl bin. Ich habe mir fast die Hände blutig geschuftet für die Kerle, nur um dabei sein zu dürfen. Und was machen die? Sie schmeißen mich raus, nur weil ich versehentlich das falsche Bett benutzt habe. Ich meine, alleine natürlich. So, so, das falsche Bett benutzt, ja? Und das war alles? Glaub mir, ich habe sonst nichts gemacht. Ehrlich. Ja, ja. Komm weiter jetzt. Na schön, aber ich war noch nicht fertig. Ist mir egal, jetzt schau mal, das schwarze Herz. Ist vielleicht unter Magie, hä? Schau mal kurz. Nein. Wo ist es? Wo ist es? Oh, ich hab da was. Das leg mal an. Oh, wo ist es? Ist doch nicht unter Plunder, oder? Nein. Okay, red mal kurz mit Bones, jetzt habe ich das schwarze Herz.
Sieht so aus, als hätte ich einen guten Schamanen gefunden. Hiruto ist offensichtlich der Richtige, der mir helfen kann. Wunderbar. Da machst du am besten, was er dir sagt. Er ist nun dein Arzt. Hau jetzt bloß nicht ab. Ich brauche deine Dienste noch. Wie schmeichelhaft. Ich kann schwarze Herzen reinigen. Das konnte ich nie. Ich bin beeindruckt. Jetzt kannst du dir deine eigene Medizin herstellen. Naja, Hauptsache es bringt was. Ja, wo ist das schwarze Herz? Bambule, ist ernsthaft, wo ist es? Oh, no, war nur Spaß. Ich brauche ein schwarzes Herz. Ich sehe es nicht. Tut mir leid, Leute. Ich finde es nicht. Benutzbares Proviant. Mhm. Schnapp. Da. Seele minus 2, maximales Blut. Ja, yeah, das machen wir. Chi, du verstehst. Oh ja, ich verstehe. Ich bin jetzt der Oberhero. Und wir machen... Ich habe genau 5000. Oh, 1000 noch, dann kann ich wieder... Nackam. Aber ich muss auch mal Fernkampf. Zack, zack. So ist gut. Mach mal. Bam, badam, bam. Okay, Leute, ich sag das. War's mal wieder. Ich habe schwarze Herzen gegessen und... Naja. Nicht wirklich. Aber Leute... Macht es gut, danke, tschüss.